So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier im Dungeon Rift and Time and Space, wo wir im letzten Part ja unser letztes Abenteuer hier beim Spiel Fairy Tail für die Nintendo Switch gestartet haben. Und innerhalb von über einer halben Stunde 20 Ebenen des Dungeons ja, beendeten. Wobei das natürlich noch längst nicht das Ende war. Ich weiß zwar nicht, wie viel jetzt noch kommen mag, aber ich habe es ja schon häufiger gesagt, der Endboss des Dungeons hier soll Ignil sein. Und solange wir ihn hier noch nicht bekämpften oder auch sahen, scheint das Ende sowieso auch noch nicht gekommen zu sein. Bei den Ebenen 1 bis 15, da war es auf jeden Fall so gewesen, dass wir jeweils auf Ebene 15 und 15 jeweils eine andere Form eines Dämons als Gegner hatten. Also jedenfalls drei verschiedene Dämonen, die immer stärker wurden. Je nach Ebene. Dann im letzten Part auf Ebene 20 wiederum, da haben wir dann Ultia als Bossgegnerin gehabt. Und war da was? Ja. Ich glaube, wir müssen trotz allem diesen Weg hier nehmen. Und was natürlich hier bei diesen Dungeons sowieso erst auch sehr verdächtiger ist. Oder immer gleich ist. Zu Anfang eines jeden Dungeons steht ein Monster direkt vor uns. Und blockiert einfach unseren Weg. Und entweder müssen wir gegen das Monster kämpfen. Oder wir fliehen einfach. Und wenn wir dann fliehen, dann meistens an einer Sackgasse. So, Ebene 23. Und wieder einmal kommen wir nicht vorbei. Ebene 23. Wir sind wieder in eine Sackgasse gelaufen. Und in einem Raum befinden sich meistens immer insgesamt drei weitere Monster. Meistens. Toll, wieder eine Sackgasse. Könnt ihr mal weggehen? Danke sehr, wir brauchen unsere Privatsphäre. Ebene 24 erreicht. Nach 4 Minuten. Oh Gott, die Gegner werden ja sogar auch immer größer und dicker. Toll, wieder eine Sackgasse. Warte mal, hat er eben jetzt eben was lila geleuchtet? Nee, aber hier wiederum.
Also, Ebene 25. Jetzt müsste wieder ein Boss kommen. Lotze. Was? Jetzt schon? Ignire! Was ist denn, Lotze? Jetzt, tatsächlich, Ignire の声が聞こえたんだ。Lotze! ちょっと! いきなりどうしたのよ待てよ、ナチュ私には何も聞こえなかったわ。ウェンディは何か聞こえたか いえ、私にも。でも、ナチさんが言うなら何かあるのかも。俺たちも行こうぜ。Tja, interessant. Wir kommen also jetzt schon am Story-Abschnitt hier rein. Aber das kann doch noch nicht das Ende gewesen sein. Oder doch? Nee. Ignire! Wo ist er? Ich bin hier! Wenn er hier ist, dann antworte! Ich bin endlich gekommen. Natsu-san, ich habe Ignire's Stimme gehört. Ich habe es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Entschuldige, Natsu. お前を疑っているわけじゃない。声はこの辺りから聞こえたのか。イグニール、返事してくれよ。ノッツ。また聞こえた。私も声は聞こえませんけど感じます。ドラゴンの気配。まさかこの場所にドラゴンの残留思念が？それならウェンディの魔法を使えば。さまよえるドラゴンの魂をそなたの声を私が受け止めようミルキーウェイイグニール父ちゃん本当にいたんだこれはグランディーネの魔法かまた会っちまったなナツあれがナツの親父タルタロスの一件の時に一目見て以来だが改めて凄まじい迫力だんお前たちはあの、私たちは夏の仲間でいや、自己紹介はいいお前たちのことはよく知っているずっと夏の中から見ていたからないつもうちのバカ息子を支えてくれてありがとうこちらこそ、お会いできて光栄ですまた会えたんだなよせ抱きつくんじゃないしかしあんな別れをした後でまた顔を合わせることになるなんてなナツイグニールに触れるのウェンディの魔法で呼び出した竜は実体がないはずじゃそういやそうだなあれどう何をする親をいきなり殴るやつがあるかやっぱり触れるなんでだ前よりウェンディの魔力が上がったからいいえきっとナツさんとイグニールさんの気持ちの強さのおかげだと思いますねえ他のドラゴンたちはさあなこの場所に残ったのは俺だけのようだただ、奴らもきっとどこかで見ているだろうさ
なあ、イグニール。俺、あれから修行して強くなったんだ。どっちが強いか勝負しようぜ。バカ言うな。お前が俺にかなうわけないだろうが。やってみなくちゃわかんねえだろ。お前一人では到底無理だ。だが、もし仲間と一緒ならどうだろうな。お前がこれまで得てきたのは己の強さだけではないはずだ。仲間との絆、それもお前の強さの一部だろう。仲間？いいわよ、付き合ってあげる。もちろんオイラも一緒に戦うよ、ナツ。ありがとう、みんな。よっしゃ、燃えてきた。俺に見せてみろ、お前の強さのすべてを。Na, das ist doch dann jetzt erstmal ein wunderbares Finale, würde ich mal sagen. Ein Finale gegen Igniel. So wie ich es eigentlich auch haben wollte. Kam zwar jetzt ein bisschen verfrüht das Ganze, aber mir soll's recht sein. Ein Level 50 Gegner. Zwar ein bisschen wenig das Ganze, aber hey, ich will mich nicht beklagen. Irgendwann muss sowieso auch mal Schluss sein. Und ich finde, das hier ist jetzt sowieso auch das ideale Ende einer langen Reise. Also irgendwie kommt es mir so vor, als würde er überhaupt nicht gegen uns kämpfen wollen. Tja, so viel dazu. Das haben wir jetzt also auch geschafft. ことは何も言っちまうのか。待ってくれ、まだ話したいことがと思ったが、まだ少しの間ここにとどまることにする。たまにならまた相手になってやる。本当か。じゃあ今すぐもう一戦だ。待て待て、戦うのはまた今度にしてくれ。さすがに疲れた。私たちもヘトヘトなんだけど。夏、今日のところはギルドへ帰ろう。またいつでも来たらいい。そうだな。じゃまた今度。魔法陣は残しておきます。魔力を補充すればいつでも呼び出せるように。俺もまた今度
一人で腕試しに来るかな。夏より先に一人で倒してやる。なんだと、俺が先だ。はいはい、喧嘩してないで帰るわよ。まったく、最後まで想像しやつだ。ではまたな、夏。ああ、またな、父ちゃん。本当にいい仲間を持ったな、夏。お前たちがこれから作る未来、楽しみにしているぞ。Ja, das war jetzt wirklich nicht schlecht gewesen, muss ich sagen. Ein lohnenswertes Ende für dieses Let's Play, würde ich mal so sagen. Der Kampf gegen Igniel. Natürlich würde jetzt an dieser Stelle sicherlich noch weitere Ebenen sicherlich kommen. Igniel würde dann sicherlich noch ein bisschen stärker werden. Aber an dieser Stelle würde ich auch wirklich mal sagen, man muss auch mal wissen, wann Schluss ist. Und in diesem Falle, ja, wäre an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss, sobald wir mal zurück zur Gilde kommen würden. Oh. Ja, jetzt könnten wir, sagt die Ebenen 26 bis 50 erledigen. Doch ich sehe dafür jetzt keinen Grund. Wir haben gegen Igniel gekämpft, was sie ja machen wollte. Wir haben ein interessantes Ende für dieses Let's Play gefunden. Und damit seid ihr mal vielen Dank fürs Zusehen. Es gab einige Parts, die sehr interessant waren. Einige andere wiederum, die extrem lang waren und nicht gerade sehr viel geschah. Doch hier mit ein bisschen Story zum Schluss, ja, war es ein Genuss. Und damit seid ihr mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Zu weiteren neuen Let's Plays, die noch auf meinen Kanal kommen werden. Und wer weiß, vielleicht kommt ihr irgendwann ja auch nochmal ein DLC rund um den Kampf gegen das Alvarez-Imperium, rund um den Kampf gegen Agnologia und Seraph. Ja, wer weiß, vielleicht wird das noch in der Zukunft geschehen, aber vielleicht auch nicht. Bis dahin sage ich dann nochmal tschüss, bis zum nächsten Mal zu neuen Let's Plays. Vielen Dank fürs Zusehen dieses grandiosen und genussvollen letzten Parts. Und damit sage ich dann mal bis dann und ciao. Ende. So, 次はどこ行くかな?